meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, am Beginn des Advent erwartet uns im Wort Jesu eine Aufforderung, ein Imperativ. Es ist kein Imperativ und keine Aufforderung, dass wir anständige Menschen sein sollen. Es ist kein Imperativ, dass wir es uns gemütlich machen in diesen Wochen. Es ist eine sehr deutliche Aufforderung, wenn er sagt, seid wachsam. Was sollen wir uns darunter vorstellen? Diese Aufforderung kennen wir seit neuester Zeit. Wir müssen wachsam sein, was unsere Gesellschaft angeht. Meistens sind das Sicherheitsfragen, dass wir wachsam sein müssen. Der Innenminister fordert ein wachsames Auge auf alles, was so geschieht, was uns bedrohen könnte, was sich in unserer Nachbarschaft tut. Es ist sozusagen eine sehr wachsame Gesellschaft, in der wir leben. Aber der Blick geht dann immer nach außen. Es sind immer die anderen, weshalb wir wachsam sein müssen. Das Evangelium und Jesus selber, der uns am Beginn des Advent auffordert, wachsam zu sein, meint etwas Gegenteiliges. Das ist eine andere Wachsamkeit. Es ist die Wachsamkeit des Christentums, liebe Schwestern und Brüder, eine Wachsamkeit, die es braucht, dass wir überhaupt in rechter Weise von Christentum sprechen können. Wir können so weit gehen zu sagen, diese Wachsamkeit ist es, die das Christentum lebendig hält. Es ist die Wachsamkeit, die das Christentum immer wieder aus manchem Dornröschenschlaf geweckt hat, wenn es allzu gemütlich wurde, wenn die Verfilzungen mit den unterschiedlichen Strukturen und Mächten zu groß war. Dann war es die Wachsamkeit des Evangeliums, die wie frisches Blut durch diesen Organismus der Kirche ging. Diese Wachsamkeit ist gemeint und Jesus stellt sie bewusst an den Beginn dieser Zeit, da wir uns anschicken, bewusst zu werden, was es denn heißt, christlich zu glauben, christlich zu leben, Christ zu sein. Wenn Sie auf die Texte schauen, auch wenn in manchen Kirchen jetzt in diesen Tagen die Krippen aufgebaut werden und die dann am ersten Advent schon da stehen oder das Weihnachtsoratorium schon in manchen Kirchen erklingt, die liturgischen Texte sind von Weihnachten vollkommen frei am ersten Advent. Natürlich, wir wissen, der Advent ist eine Vorbereitung auf Weihnachten. Aber es geht um die grundsätzliche Ausrichtung des Christentums, dass wir auf den warten lernen und dass wir wachsam für den sind, der in diese Welt gekommen ist, der als Gott Mensch wurde im Stall von Bethlehem, der gelebt hat, der das Reich Gottes verkündet hat, indem er den ursprünglichen Willen Gottes mit seiner Welt übersetzt hat, in all den Heilungen, in den Exorzismen, und den diese Welt ans Kreuz gebracht hat, so wie sie halt nun einmal ist, im Widerstand gegen Gott, im alles besser wissen als Gott. Ja, am besten ohne Gott. Der aber, weil er den Willen Gottes ganz lebt, auferstanden ist. Und der kommende Herr ist. Und der als der leidende und gekreuzigte und auferstandene Herr, zu dem wir uns im Advent zumindest ganz bewusst neu ausrichten, der als Richter kommen wird und der uns heute sagt, seid wachsam. Ach, das ist natürlich immer so eine Sache mit der Wachsamkeit. Ich kann das verstehen, ich bin selber nicht frei davon, manchmal zu sagen, ach komm Mensch, immer mit dem Wachsein. Es ist so schön, manchmal zu schlafen. Auch sonntags morgens. Ich verstehe das. Wenn man hierher kommt und sozusagen noch das Kissen im Gesicht und das Plümmer auf der Stimme hat. Was heißt da Wachsamkeit? Was soll das mit der Wachsamkeit? Ich bin gerne müde. Und manchmal haben wir das auch gerne, dass wir so ein bisschen resigniert sind. Auch eigentlich ganz gerne in dieser Depression. Ach, irgendwie wird ja auch alles weniger. Geht ja sowieso keiner mehr. Wer glaubt denn noch? Wann müssen wir das wirklich noch machen? Rechts und links doch auch nicht. Guck mal, die sind auch sonst immer noch gegangen. Die gehen jetzt auch nicht mehr.
Seid wachsam. Schlaft schön. Ist auch ein schöner Satz. Finden wir aber nicht im Evangelium. Alle drei Texte dieses Sonntags rufen uns etwas anderes zu. Wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn, sagt Jesaja, gleich am Beginn, im 2. Kapitel. Wir haben eine Vision. Nicht einfach eine Vision, wir machen diese Erde ein bisschen besser. Wir sind ja sozusagen in einer großzügigen Lage, darüber nachzudenken. Wir gucken, dass es den anderen auch ein bisschen besser geht. Ist auch schön. Und dann schlafen wir weiter in unserer gemütlichen Kuhle, ziehen uns die Decke manchmal über den Kopf, wenn es einfach alles zu viel wird. Nein, seid wachsam. Lasst uns die Wege gehen im Licht des Herrn. Und Paulus gibt uns mit seinen Worten eine Begründung dafür. Denn das Heil ist uns näher. Christus ist uns jetzt, da wir diesen Advent 2016 beginnen, näher, als wir anfingen zu glauben. Das ist nicht einfach etwas Generelles oder es ist halt so Jahr für Jahr, das kommt dann immer wieder, ach Gott, dann ist wieder Advent. Nein, Christus kommt unausweichlich auf uns zu. Und er kommt auch in unsere Resignation, in unsere Müdigkeit, in unsere Depression hinein. Und so wird es dann sehr individuell Advent. Genau an diesen Punkten, wo wir gar nicht mehr wollen, wo wir das Licht des Herrn nicht mehr sehen, wo wir den Tag, der da anbricht, von dem Paulus spricht, gar nicht wahrhaben wollen, wo uns der zu viel ist. Genau das sind die Punkte, an denen wir uns, jeder und jeder persönlich fragen müssen, wo kommt Christus hier? Wo will er mir genau an diesem Tiefpunkt, in meiner Krankheit, in meinem nicht mehr Weiterwissen, in dem, wo ich anstehe und überhaupt keinen Durchblick mehr habe, wo spricht er da zu mir? Wie spricht er da zu mir? Was sagt er mir? Seid wachsam. Der Advent ruft uns in Erinnerung, dass wir mit diesen Fragen im Herzen und im Kopf nach Christus Ausschau halten müssen. Seid wachsam. Denn er kommt zu einer Stunde in eine Situation, in der ihr es nicht vermutet. Gerade an den Stellen, wo wir dann fragen, ja, wo ist denn da Gott? Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist er gerade da am nächsten. Und wir wollen einfach nicht wahrhaben, dass er genau in dieser Situation zu uns spricht und genau auf diese Weise zu uns spricht und sich mitteilt. Seid wachsam. Lasst uns die Wege gehen im Licht des Herrn. Das kann und soll sich jede und jeder Einzelne fragen, gerade an den schwierigen, an den Knackpunkten des eigenen persönlichen Lebens. Das sind manchmal Punkte, von denen nie jemand etwas erfährt. Und das gilt natürlich dann für die Kirche im Ganzen, für alle. Einer der Zisterzienserväter, Gerrit von Inyi, diese frühe Zisterzienserbewegung ist ganz erfüllt von dieser Wachsamkeit und dieser übergroßen Sehnsucht nach diesem kommenden Herrn, von dem sie spürten, er ist nahe. Er steht an der Tür meines Lebens. Und ich will doch versuchen, in seinem Licht zu gehen und seinen Tag zu erleben. Und deshalb bin ich wachsam, auch in der je unterschiedlichen Lebensweise, damals in dieser monastischen Lebensweise. Gierig sagt in einer Adventpredigt seinen Mönchen damals, erwarten wir ihn in Langmut, wenn er noch säumig ist. Denn jener Herr, den wir fürchten und ersehnen, kommt gewiss. Er ist Ruhe und Lohn denen, die sich abmühen. Seligkeit und Umarmung denen, die ihn lieben. Seligkeit für uns alle. Unser Herr Jesus Christus.